Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Heute gibt es eine tolle Schnitte, die ist auch bekannt als der Frau Holle Kuchen oder die Frau Holle Schnitte. Und zwar ist es ein lockerer Teig, gefüllt oder getoppt mit einem Himbeerfruchtpüree und darüber eine leckere Sahne. Richtig lecker, richtig locker und vor allem könnt ihr eine große Menge zubereiten, denn es ist sozusagen ein Blechkuchen. Da hat man auch direkt was für einen großen Geburtstag, für eine Geburtstagsfeier, für ein Familienfest oder auch eine Schulfeier. Und es ist wirklich sehr lecker und schnell gemacht. Ich zeige euch mal kurz die Zutaten für den Boden. Dafür nehme ich 4 Eier, 200 Gramm Zucker, eine Prise Salz, Tonkapaste, jeweils 200 Gramm Mineralwasser mit Kohlensäure, Sonnenblumenöl, 400 Gramm Mehl plus Backpulver oder ihr verwendet das Backmehl. Den Ofen habe ich jetzt schon vorgeheizt auf 170 Grad Ober-Unterhitze und verrühre jetzt hier in einer Rührschüssel Eier, Zucker, Salz und Tonkapaste. Und die Tonkapaste passt jetzt hier wirklich auch perfekt dazu, denn später kommt ja noch eine Fruchtschicht mit rein und Frucht und Tonka vertragen sich super. Jetzt kommen das Öl und das Mineralwasser dazu und dann ganz kurz einrühren, Mehl mit Backpulver mischen oder wenn ihr das Backmehl nehmt, da ist Backpulver einfach schon dabei, da kommt kein zusätzliches Backtriebmittel dazu und dann könnt ihr das auch ganz kurz noch unterheben bzw. einrühren. Den Teig fülle ich jetzt hier in die Backform. Ich nehme einfach ein Backblech mit einem Backrahmen. Da kommt der Teig rein, wird glatt gestrichen und im Ofen gebacken. Der Kuchen ist gebacken und abgekühlt. Als nächstes kommt eine Fruchtschicht darauf. Dafür verwende ich 500 Gramm Himbeeren. Da könnt ihr jetzt frische oder tiefgefrorene nehmen. 100 Gramm Kirschsaft. Ich habe jetzt hier den Sauerkirschsaft. 3 Päckchen Tortenguss und 50 Gramm Zucker. Den Kuchen stelle ich kurz zur Seite. Die Himbeeren kommen jetzt in den Topf. Den Herd gerne schon mal einschalten. Und ich verrühre hier jetzt schon mal den Tortenguss mit dem Kirschsaft. Gerne auch den Zucker einrühren. Die Himbeeren gerne so ein bisschen zerdrücken und dann den Kirschsaft einrühren. Jetzt ist es wunderbar eingekocht und jetzt gieße ich es hier direkt auf den Boden, auf den Kuchenboden, auf den abgekühlten Kuchenboden. Schön verstreichen.
Und jetzt erstmal gut abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen. Und dann kommt noch die Sahnecreme drauf. Für die Sahnecreme nehme ich 250 Gramm Quark, 60 Gramm Puderzucker, 400 Gramm Sahne, etwas Vanilleextrakt und Sanapat zum Steifschlagen. Ich nehme jetzt den Quark, der kommt gemeinsam mit Puderzucker und Vanilleextrakt in die Rührschüssel, wird schön verrührt, gieße dann die Sahne auf und schlage alles mit Sanapat steif. Die Fruchtschicht ist wunderbar kalt geworden. Ich hatte den Kuchen jetzt auch im Kühlschrank. Und jetzt kommt hier die Sahneschicht drauf. Dann schön glatt streichen. Könnt es aber auch gerne etwas gewellt lassen. Sieht schön aus. Und die stelle ich jetzt nochmal abgedeckt in den Kühlschrank für etwa eine Stunde. Danach kommt eigentlich nur noch etwas Kokos drauf, wer möchte. Oder geriebene weiße Schokolade, wer möchte. Und dann ist die Schnitte auch schon fertig. Backfolie drunter wegrollen. Jetzt könnt ihr zum Beispiel einen Kucheneinteiler nehmen und das Ganze schon mal so ein bisschen vorstanzen. Dann habt ihr immer gleichmäßige Portionen. Und jetzt schneide ich es erstmal zu und beim Schneiden achte ich schon immer drauf, dass das Messer zwischendurch sauber gemacht wird. Dann habe ich immer schöne saubere Schnitte und danach kann ich dann Kokosraspeln draufstreuen und die Schokolade drüber geben. Wunderschön. Jetzt kann probiert werden. Ich liebe diese Schokoröllchen mit der weißen Schokolade. Einfach mit so einem Sparschäler, das sieht so toll aus. Und die darf dafür einfach nicht zu kalt sein, dann bilden sich richtig schöne Röllchen. Dann probieren wir mal die leckere Sahneschnitte. Ich darf jetzt heute Tim probieren. Hi Tim. Hallo. Ja. Er freut sich immer, wenn es Kuchen gibt. Ich freue mich immer nur aufs Essen. Mhm. Achso, auf dich natürlich auch. Und auf euch auch. Mhm. Probier mal. Ja.
Nicht lange reden, einfach essen. Und beschreib mal, wie so ein richtiger Juror. Boah, das kann ich nicht. Ja, wie ist so die Konsistenz des Teiges, des Kuchens? Fluffig. Fluffig leicht. Wie schmeckt dir genau die Himbeermasse? Eine richtige Fruchtnote, auch leicht, fruchtig. Und die Sahne? Ja, die Sahne ist die Sahne. Oh. Da brauchen wir nicht viel sagen. Passen alle Komponenten gut zusammen? Ja, sehr gut. Ja? Die Creme de la Creme. Mm. Die weiße Schokolade mag ich auch. Also klare Empfehlung? Persönlich, ja. Ich weiß nicht, wie ihr Schokolade mögt. Ich mag eigentlich dunkle Schokolade, aber ich finde, hier in der Kombi kommt die weiße Schokolade viel besser. Mhm. Ja? Passt richtig gut. Also, Tims klare Empfehlung ist, yes, der Kuchen ist gut. Ja. Darf man das so sagen? Sehr, sehr gut. Schön. Und falls ihr diese Schnitte auch mal ausprobieren wollt, dann schaut gerne auf lidlkochen.de vorbei. Da gibt es das Rezept für euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Der Tim wird jetzt bestimmt auch noch ein zweites oder drittes Stück davon essen. Wahrscheinlich auch so ein Doppeldecker. Wie immer. Oder direkt so ein zweites obendrauf. Ja, wird auch gehen. Oder nacheinander genießen. Also viel Spaß beim Backen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ich nehme jetzt auch ein Stück.